Mitten in Europa gibt es ein Land, das eigentlich gar nicht existiert. Die Rede ist von Transnistrien. Die letzte sowjetische Enklave der Welt hat eine eigene Währung, einen eigenen Pass, eigene Grenzen und eine eigene Armee und wird doch von keinem einzigen Land der Erde als souveränes Land anerkannt. Dieser Staat liegt im Osten Moldawiens und hat sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gewaltsam abgespalten und lebt nun isoliert immer noch wie vor 30 Jahren. Ich nehme euch mit auf die Reise und zeige euch in diesem Video das letzte prorussische Separatistengebiet Europas. Viel Spaß! Jetzt bin ich in Transnistrien, in der Hauptstadt Tiraspol, und ich zeige euch heute das Land, das nicht existiert. Um hier hinzukommen, musste ich durch verschiedene militärische Checkpoints gehen. Ich konnte aber nichts für euch filmen, weil man dann eine Inhaftierung riskiert. In dieser Sekunde bin ich noch mitten im Nirgendwo. Wir nehmen jetzt ein Taxi zu meinem Hostel und dann zeige ich euch die Stadt und was es hier alles zu sehen gibt. Und ob es sich lohnt, in die letzte Hochburg der Sowjetunion zu fahren. Leute, hier ist es so, als würdest du 30 Jahre in die Vergangenheit zurückreisen. Das ist so krass. Очень интересная страна. Первый раз в Тираспол. Да. Первый раз? Да. А сам откуда? Я из Германии, да. Германия, да. Это смешно, потому что в Германии люди говорят, что эта страна не существует. Но я вижу, это... В Приднестровье, да. Это существует, да. Непризнанная. Все здесь нормально. Жить можно. Тихо, спокойно. Тихо, спокойно. Rosa Luxemburg, вот она. Rosa Luxemburg. Okay, Freunde, wir sind angekommen im Hostel. Natürlich bin ich alleine im Raum, weil Tiraspol hat so gut wie keine Touristen. Und ja, das kriegt man für 10 Euro in Transnistrien. Hier in Transnistrien werden ausländische Kreditkarten nicht akzeptiert. Das heißt, die einzige Chance, wie ich die nächsten Tage überlebe, ist es, meine Euros in transnistrische Rubels umzutauschen. Eine Währung, die von sonst keinem anderen Land akzeptiert wird. Deswegen müssen wir uns jetzt erstmal einen Laden suchen, der mir transnistrische Rubel gibt. Спасибо. До свидания. So sehen 100 aus, Freunde. Hier das Staatsgebäude. 5-10 Rubel. Und jetzt müssen wir erstmal was essen. Guckt euch das an. Ich bin einfach durch die Straße gelaufen und der erstbeste Laden ist Lenin, SSSR. Hier steht Obslujim Kulturnim Kashtova Postetice. Bedeutet, wir bedienen jeden kultivierten Menschen. Ich glaube, das ist eine Mensa, Stolovaya. Leute, die ganze Stadt ist so, ihr versteht das nicht, wie krass es hier ist. Es ist wie in der Zeit stehen geblieben. Prinzrovische Flagge, Soldaten. Puh. Ja, Leute, ist das heftig, oder? Überall irgendwelche alten Sachen. Telefone. Brezhnev. Ja, wie heißt es? Ich habe gerade einen Hänger beim Namen. Leute, das ist die, wenn man zurück in der Sowjetunion leben will. Hier ist überall irgendwelche Lenin-Sachen. Kommunismus steht da. Можно мне выбирать все, да? Спасибо. Für 3 Euro kriegt ihr ein Hähnchen. Und das hier, nicht schlecht. Und seid in dem sowjetischen Ort der Welt. Okay, Leute, ich lasse mir schmecken. Im Hintergrund läuft russische Tanzmusik. Und das Beste ist, die haben WLAN und das WLAN ist 1922 bis 1992, die Beginn und Ende der Sowjetunion. Ha, Leute, dieses Stolovaya-Essen ist so simpel, aber auch gleichzeitig sehr lecker. Es hat gut getan. Das war jetzt also der erste sowjetische Schock. Ich habe manchmal Angst, manchmal laufen so Soldaten an einem vorbei und in Tiraspol zu filmen ist kritisch. Ich erzähle euch später noch, warum das kritisch ist. Eine Sache, die euch in Transnistrien auffallen wird, ist, dass überall Russland-Flaggen hängen. Transnistrien ist der letzte europäische Satellitstaat Russlands. Wir sind jetzt angekommen bei der nächsten Location, und zwar dem Dom Sowjetov, dem Haus der Sowjets. Es darf natürlich nicht fehlen, ein Lenin-Kopf.
Das ist so faszinierend, weil man sowas nicht kennt. Also was in Paris der Eiffelturm ist oder in Rom das Kolosseum, sind halt hier Leninköpfe, ne? Ich schau mal, ob wir reinkommen. Obwohl hier steht, Video, Fotos verboten. Also wollen wir es mal nicht übertreiben. Neben dem Haus des Sowjets finden wir noch eine Tafel mit ehrenhaften Bürgern der Stadt, Leute. Sowas ist uns in Deutschland doch auch so fremd, sowas aufzuhängen. Fun Fact, Leute, das Land hat keine Münzen, das heißt, glaube ich zumindest, weil selbst für 3 Cent kriegst du Scheine ausgezahlt. 3 Cent Scheine. Ein trinistrowischer Rubel. Ich habe jetzt einen wilden Laden auf dem Weg zum nächsten Ziel gefunden. Stockholm, aber Waren aus Amerika. Passt so semi zusammen. Na, von jetzt schon. Ну, я вижу, что вы очень хороший человек, потому что птицы, вы думаете о птицах. Можно спросить, сколько лет вы уже жили здесь? У меня мамочка родила. А. Вот столько лет я здесь и живу. О. Но. Неплохо. Да. И вообще люди были хорошие. Да. Хорошие. Надо сказать, добрые, хорошие. Да. Как вы, например? Ой, спасибо. Да. Это было очень приятно познакомиться. Спасибо. Меня Людмила зовут. Я вам говорила. Людмила? Да. Приятно познакомиться. Ой, сейчас. Извините. Так. Как вас? А, меня зовут. Это сложное имя. Это Финн. Как? Финн. Сын? Финн. Финн? Да. Финн – это сын. Сынок. Да, похоже. Сынок, погладить. Da hinten die alten sowjetischen Marschrutkas. Ihr seht die ganzen Busse und Fortbewegungsmittel, alles so alt, ne? Naja. Okay, Freunde, ich befinde mich jetzt auf dem Suvorov-Platz, einer der Hauptplätze von Tiraspol. Ich habe euch ja schon im Intro erklärt, dass kein Land der Erde Transnistrien als eigenständiges Land anerkennt. Aber das stimmt nicht so ganz. Ich habe euch da ein bisschen angelogen. 3 Länder erkennen Transnistrien als Land an. Und diese 3 Länder wehen jetzt als Flagge in der Luft des Hauptparkes. Und zwar seht ihr da 3 Länder, die ihr wahrscheinlich noch nie gesehen habt. Das ist einerseits Südossetien, dann Abchasien und dann noch Bergkarabach. Südossetien und Abchasien sind Gebiete in Georgien, die von Russland annektiert wurden. Bergkarabach ist ein Gebiet in Aserbaidschan, das von Armenien kontrolliert wird. Zusammen bilden diese Länder die Gemeinschaft nicht anerkannter Staaten. Ja, hier ist wirklich alles sehr nationalistisch, sehr pompös irgendwie aufgemacht. Hier sind nochmal die Stadtwappen aller Städte der nicht anerkannten Republik aufgezählt. Ich kann es nicht aussprechen. Grigoriopol. Ja, Leute, fuck it. Grigoriopol. Hier, Leute, jetzt nicht wundern, wenn ich etwas leiser rede. Ich gehe jetzt zu einem Regierungsgebäude. Und in Transnistrien, wenn du Regierungsgebäude oder militärische Stützpunkte filmst, riskierst du eine Freiheitsstrafe. Ich will es trotzdem filmen, aber auf unauffällig das Hauptregierungsgebäude von Tiraspol. Okay, ihr seht das Hauptregierungsgebäude von Pridnestrovje. Pridnestrovskaja Moldawskaja Republika. Und der Eingang zu diesem Regierungsgebäude ist geschmückt mit Hammer und Sichel. Seht ihr das? Boah, Leute, es ist so dumm hier zu filmen. Okay, Leute, seid ihr bereit? Der Lenin mit seinem Mantel, der in der Luft weht, vorm Hauptregierungsgebäude. In jedem anderen Ort der Welt würde das sofort abgerissen werden, weil die Leute jetzt sich trennen wollen von der Vergangenheit. Okay, Leute, ich konnte jetzt ohne Bedenken filmen, weil keine Soldaten in der Nähe waren. Aber ich habe ein paar Zahlen im Kopf für euch. Und zwar hat dieses nicht anerkannte Land 10.000 eigene Soldaten und 2.000 russische Soldaten. Das heißt, schon einen beachtlichen Anteil an Soldaten.
die hier leben. Und jetzt derzeit, wenn ich also im Moment, wo ich das hier aufnehme, ist gerade der russisch-ukrainische Krieg. Also werden Journalisten hier nicht gern gesehen. Und da sitzt einfach jemand auf dem Panzer. Der würde sowas von kassieren, wenn hier Soldaten wären. Glaube ich. Aber das motiviert mich auch, drauf zu klettern. Wenn die Kinder das dürfen, dann darf ich das auch. Das ist auch eine Bucketlist-Sache. Wer hat schon auf einem Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg schon mal gesessen, Leute? Leute, ich bin jetzt am Ende angekommen. Ihr seht die Daten 1990 bis 1992. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion wollte Pridnestrovje, Transnistrien, unabhängig sein von Moldawien. Hier war eine russischsprachige Minderheit, oder in dem Fall fast jeder war russisch, also hier war es keine Minderheit. Und es gab einen Krieg, einen Bürgerkrieg innerhalb Moldawiens, wo die Leute gesagt haben, wir kämpfen dafür, dass wir nicht Teil Moldawiens werden. Und jetzt seht ihr auch, hier die Leute haben in diesem Bürgerkrieg gekämpft und sind gefallen. Aber ja, echt krasse Figuren. Aber es sind verschiedene Sachen. Also hier ist Afghanistan-Krieg. Er steht für den Afghanistan-Krieg. Daneben für den Zweiten Weltkrieg. Hier für den Bürgerkrieg 1990 bis 1992. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nur richtige Sachen. Aber hier steht auch Beschützer Transnistriens. Und dann die Namen der Menschen, die gefallen sind. Ilya snimal pjatnadzhet videos na YouTube. Da kann ich schnell. Спасибо вам. До свидания. Insgesamt sind wir 4 Tage in diesem Land oder dieser nicht anerkannten Republik. Спасибо. Мне что нравится у нас здесь Тираспол? Да, это так тихий, но красивый город. В Германии красивее. Да. Намного красивее. Это по сравнению с Германией шайзе. Ну это маленький, да. Это шайзе. В Deutschland war super. Никто здесь не хорошо. Тут людям нет работы. Ja. Business nicht gut. Nicht gut. Ich dachte, das wäre ein geheimer Polizist, der mir jetzt die Kamera und alles abnimmt. Aber es war einfach nur jemand, der in Deutschland Autos kauft und hier verkauft und ein bisschen Deutsch quatschen wollte. Sehr gut, Leute. Dieses Land wird getrennt durch einen Fluss namens Dnistr. Das heißt, hier war in der Nähe die Grenze. Dieser Fluss, ich glaube auch Transnistrien oder Pridnestrovje, da steckt glaube ich Dnistr indirekt drin. Das heißt, im Namen steckt auch der Fluss drin, weil Transnistrien, vielleicht so darüber hinweg beginnt das Land. Tiraspol, Tolkaluche, nur das Beste. Nicht schlecht. Aber sieht auch ganz cool aus. Übrigens, Leute, das ist Ekaterina, eine deutsche Kaiserin, die nach Russland gekommen ist. Und deswegen gibt es auch heute viele Russlanddeutsche, weil durch Ekaterina kamen auch viele Deutsche nach Russland damals. Also es ist ein bisschen länger die Geschichte, aber auf jeden Fall ist sie in diesem Park zu sehen. Ich habe hier gefunden, wo draufsteht, Besopasny Kaffee, sicherer Kaffee. Wie sollte es denn unsicheren Kaffee geben? Und da kostet ein Kaffee 7 Rubel, also 30, 40 Cent. Ich bin immer noch bei diesem Automaten und hier gibt es einfach Bananenmix neu und Kaffee mit Banane. Kaffee mit Banane. Vor allem hier steht, Rückgeld gibt der nicht. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich es richtig übersetze, aber ich hätte jetzt einen 100er reingesteckt, also so 20 Euro oder so. Und hier gibt es sogar Schulbusse wie in der USA in Gelb. Alter, dieser Ort ist so random, Leute. Jetzt stecken wir alles rein. Ach, fuck, ich habe mir meinen Schädel angehauen. 15. Jetzt holen wir uns einen Bananenshake. Okay, Becher raus. Ich habe Bananen bestellt und es ist heiß, das Getränk. Boah, das kannst du keinem erzählen. Das ist ein
extrem heißer Bananen-Smoothie. Oder Bananenshake oder wie auch immer. Mit Sahne und so. Oh. Auf dem Weg nach Hause ist mir jetzt ein Supermarkt über den Weg gelaufen. Und den Supermarkt muss ich euch einfach zeigen. Und zwar heißt dieser Supermarkt Sherif. Und was ihr über diesen Supermarkt wissen müsst, ist, dass er Viktor Gushan gehört. Viktor Gushan ist ein Oligarch, ein Russischer, dem das ganze Land praktisch gehört und auch jede Firma. Also jeder Supermarkt, der größer ist, also große Supermärkte heißen Sherif. Die Fußballmannschaft des Landes heißt Sherif, hat sogar mal Champions League gegen Real Madrid gewonnen. Und Tankstellen heißen Sherif, also ein heftiges Monopol in dem Land. Ja, was die wirtschaftliche Entwicklung natürlich schwächt. Auch wenn wir uns an einem der unterrüstigsten Orte der Welt befinden, in dem am wenigsten besuchten Land Europas und dann nochmal in der nicht anerkannten Republik dieses Landes, überall findet man Bier und sogar Radler. Okay, wir sind zurück beim Hotel, wir haben es geschafft, wir haben 24 Stunden in einem Land verbracht, das nicht existiert. Wir haben viel gelernt, wir haben mit vielen Leuten geredet, auch wenn ich nicht so viele Gespräche leider filmen konnte. Und vor allem haben wir die eindrucksvollsten Sachen der Stadt gesehen. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen aus der nicht anerkannten Republik Transnistrien. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin und auf Wiedersehen, Freunde. Ciao.